Ein Biobauernhof. Oh, sind ganz schön viele hier. Das rote Beetefeld. Wie viel brauchen wir so? Also schon ein paar Gläser wollen wir machen, ne? Jetzt jeder noch so 2-3 Stück. Oh, deine sind ja viel größer als meine. Ist das hier so in Reihen unterschiedlich, oder? Ich arbeite orientierter, damit ich nicht so viel schälen muss. Deswegen nehme ich nur die großen und lasse die kleinen noch ein bisschen wachsen. Aber auch daraus können wir was machen. Ah, da bin ich aber froh. Wir wollen ja nichts umkommen lassen. Ne? Gib mir die mal mit rüber, dann haben wir schon ein schönes Bund zusammen. Und dann können wir weiter zum Kürbis. Ja. Dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Sehr cool. So richtig viele sind ja nicht mehr übrig hier. Nee, das sind die Reste von der Ernte, die kleineren, die sie wahrscheinlich liegen lassen haben. Mhm. Aber die können wir super nehmen und lass uns die mitnehmen. Okay. Unsere Mission heute, Gemüse haltbar machen. Ganz klassisch, durch Einkochen. Bei mir haben die Schnecken die immer weggefressen, aber ich bin ganz froh, dass hier noch welche übrig sind. Wir waren schnell genug. Hendrik, es hat echt Spaß gemacht, auf dem Feld die Sachen frisch zu holen. Wir haben ja noch ein paar Sachen übrig. Du hast ja einiges schon für dein Restaurant benötigt. Also du hast Kürbissuppe gemacht, die übrigens richtig lecker war. Und ich bin ganz gespannt auf das Geheimnis der cremigen Suppe. Aber das hier wollen wir jetzt einkochen. Genau. Und wie machen wir das? Wie groß müssen die Stücke sein? Wie gehen wir da vor? Wir schneiden das in mundgerechte Stücke, so wie wir das später essen möchten. Mhm. Wir müssen uns einen Fond kochen zum Einkochen. Das ist eigentlich das heißt? Das ist ganz einfach. Wir nehmen einen Teil Zucker, einen Teil Wasser, einen Teil Essig. Wenn also gleichteilig sozusagen. Wenn man es ein bisschen kräftiger will, nimmt man ein bisschen weniger Zucker. Mhm. Aber das ist so der Standard-Einkochfond, der eigentlich für alle Sachen gut ist. Sei es Gewürzgurken, rote Beete, Kürbis. Okay. Das kann man alles damit super machen. Und warum geht das nicht mit Wasser, sondern muss so aufgeteilt werden? Nicht nur Wasser zum Beispiel. Warum kann ich nicht nur Wasser nehmen, um das einzukochen? Weil es danach nicht schmecken würde. Okay. Das ist meine Frage, die du sehr gut beantwortet hast. Genau, jetzt können wir noch die Gewürze reingeben. Ja. Sternanis, Senfsaat, Lorbeerblätter. Wir haben hier ein Messerset von Westfalia. In Gold und in Silber. Was hättest du gerne heute? Die silbernen, bitte. Okay, bitteschön. Dankeschön. So. Schön mundgerecht. Genau. Bin ich mal gespannt, was mundgerecht genau heißt. Deswegen schneide ich das auch heute. Wenn ich das schneide, mache ich so quasi für jeden Mund mal was mundgerecht. Also für die Großen und für die Kleinen. Und das ist dann immer eine schöne Kombination. Ist aber nicht so gut, sagt Henrik. Gargutgröße sollte schon immer einheitlich sein, damit der Garpunkt auch gleich ist. Der Garpunkt, meine Damen und Herren. Westfalia-Messer. Vielen Dank. Gerne. Und die Gargutgröße, die sieht beim Profi also so aus. Inzwischen kocht auch das Wasser. Ich messe mal die Zeit. Genau, du stoppst die Zeit. Und zwar eine Minute. Ich dachte, das Einkochen dauert ein bisschen länger. Warum hier jetzt nur eine Minute? Einmal kurz aufkochen, damit die äußeren Bakterien abgetötet sind. Dann füllen wir es in die Gläser und kochen es dann im Backofen ein. Okay. Gut. Du hast jetzt die mundgerechten Stücke schon mal eingefüllt. Und jetzt brauchen wir noch Flüssigkeit bis oben hin. Und muss es komplett bedeckt sein? So dreiviertel voll. Damit man den Deckel gleich noch vernünftig raufkriegt. Noch schön, dass man die Gewürze mitnimmt. Ganz wichtig, die Gläser müssen absolut sauber sein. Nur ohne Keime hält sich das Gemüse lange. Brauchen wir jetzt die beiden Deckel und die Klammern bitte. Auch hier wichtig, Sauberkeit. Jetzt haben wir hier eine Auflaufform. Dann stellen wir die Gläser rein. Füllen die so bis mit 2-3 cm Wasser. Super. Das schieben wir jetzt in den Backofen. Mhm. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Welche Temperatur? 180 Grad und so ich schätze mal 90 Minuten wird es dauern, bis die Bläschen dann hochsteigen und dann ist es fertig. Und was schmeckt dir besonders gut zu diesem Eingekochten? Also ich kenne das von zu Hause früher. Wir haben das abends immer, wenn wir dann den Abendbrotstisch gedeckt hatten mit frischem Brot und Butter. Dazu gab es dann eingelegtes Gemüse und ein hart gekochtes Ei und das war super. Wie sieht's aus? Man sieht, die Bläschen steigen hoch. Es ist jetzt fertig. Wir stellen den Backofen jetzt aus. Ja. Lassen es im geschlossenen Backofen auskühlen, um noch mal die letzte Garzeit mitzunehmen. Okay. Die letzte Wärme. Und dann kann man es, ich schätze mal, so 2 Stunden, 2,5 Stunden wird es dauern, bis es dann komplett kalt ist. Und dann kann man es einlagern. Und zwar normalerweise für Monate.
Moin Hendrik. Moin Ulf. Schön, dich zu sehen. Wie läuft's? Super, und selbst? Eigentlich wollten wir heute das Gemüse probieren. Da gibt's leider ein kleines Problem. Okay. Die Gläser standen zu Hause, die Jungs hatten Hunger, jetzt sind die Gläser leer. Ist ja auch ein gutes Zeichen eigentlich und da kann man eigentlich nur sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Westfalia. Einfach machen.